Alle von uns, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich recht sehe, haben unbestreitbar Ohren. Die Frage ist nur, ob wir mit diesen Ohren auch das tun, wozu die Ohren da sind, nämlich zu hören. Dieser Aufruf, den Jesus mehrfach im Evangelium sagt, zeigt, wie eng er verbunden ist mit diesem unermüdlichen und leidvollen Propheten Jeremia, aus dem wir heute einen weiteren Abschnitt hören. Dieses Unheil, von dem Jeremia hier spricht, ist eine große Dürrekatastrophe. Die Frage für uns, wenn wir eine solche Stelle lesen und nachdem der Prophet in dieser Katastrophe seinen Zuhörern vorbetet, wie sie denn beten sollen, wie sie beten können, ihnen eine Sprache gibt, die Sprache der Buße und der Umkehr zu Gott, wozu er immer wieder aufruft. Auch angesichts dessen, dass er weiß, es kommt viel, viel Schlimmeres als diese Dürre, nämlich der Untergang des ganzen Volkes. Wie gehen wir mit einem solchen Text um? Sagen wir, naja, Dürrekatastrophe, da wissen wir, da haben wir entsprechende Messungen, da haben wir wissenschaftliche Untersuchungen, das hat mit einem irgendwie gearteten Klimawandel zu tun. Haben also sozusagen die Messgeräte und die wissenschaftlichen Statistiken das Gebet, die Umkehr ersetzt? Ist das nicht ein bisschen billig? Oder erklären wir das einfach mit einem anderen Weltbild? Ja, ja, der Jeremia und damals, die waren ein bisschen blöd, die haben doch sich das so vorgestellt, dass der liebe Gott da regnen lässt. Vor ein oder zwei Jahren, als eine große Dürre in Italien herrschte, haben italienische Bischöfe zu Bußprozessionen um Regen. Und andere haben dem Vatikan nachgefragt, ob denn das erlaubt sei. Ob diese Bischöfe das denn dürfen. Das sei doch wahrhaftig von vorgestern. Das könnte bei uns auch passieren. Wir verlernen Statistik und Wissenschaft hin oder her. Wir verlernen, die Ereignisse mit Gott in Verbindung zu setzen. Warum appelliert Jesus am Ende dieses Evangeliums, auch mit all seinen Gleichnissen, an unser geistliches Gehör? Wer Ohren hat, der hört. Egal, um welche Katastrophe es geht. Wir versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen. Wir sagen dann, ach ja, wenn irgendwo wie in Athen jetzt ein Teil abbrennt, dann ist der Trump schuld, weil er das Klimaabkommen nicht unterschrieben hat oder nicht ratifiziert. Also haben wir einen Schuldigen, das ist auch gut. Wir sagen, weil es in unserem Land keine Berufungen gibt, das hängt auch damit zusammen, die Katholikenzahl ist insgesamt gesunken, als sei das ein Naturereignis. Wir tun nichts dafür, im Gegenteil. Wir sagen, wir drehen den Spieß einfach um und sagen, jetzt ist die Stunde der Laien für die Kirche. Die sind ja auch jahrhundertelang vom Klerus unterdrückt worden. Jetzt dürfen die mal als Buch. Gutes Gelingen kann man dann wünschen. Nicht, weil man etwas gegen die Laien hätte. Was ist eine Kirche ohne die sogenannten Laien? Es gibt ja eigentlich gar keine Laien in der Kirche. Getauft ist getauft. Punkt. Das ist ja schon ein verräterisches Gerede. Aber die Dinge geistlich zu sehen, heißt letztendlich, wenn man wirklich hört, bereit sein, umzukehren. Und diese Umkehr beginnt nicht irgendwo oben oder irgendwo in den Behörden, sondern sie beginnt bei mir. Sie beginnt sehr persönlich. Und wenn wir immer noch morgens wach werden und diesen Vers hören, wir hofften auf Heil, doch es kommt nichts Gutes, auf die Zeit der Heilung, doch ach nur Schrecken. Wer wollte das angesichts dessen, was im Moment in Amerika wieder los ist, in der katholischen Kirche, welche Abgründe sich da auftun? Von hochgefeierten Kardinälen, die die Kirche in angeblich neue Zeiten führen, die nichts waren als Schmutzfinken übelster Sorte, verkommen bis ins Mark. Wer wollte sich einen solchen Vers nicht zu eigen machen? Dieser Schmutz, von dem Benedikt XVI. Schon sprach, mit Erschrecken, der die Kirche anführt. Wer einen solchen Vers hört, muss auch dann den nächsten Vers beten. Wir erkennen, Herr, unser Unrecht und die Schuld. Wir haben gegen dich gesündigt.